Hatte ich den Keeper, hatte ich hier schon, ne? Eigentlich müsste man so eine Erlaubnis doch bei der Botschaft kriegen, oder nicht? Dann mach mal zurück hier, junge Dame. Legen Sie mal einen Zahn zu. Das geht ja nicht an hier, so unsportlich. Zur Zielsicherheitsakademie, Wegbeschreibung. Schwierig. Naja, eigentlich nicht. Man bräuchte wahrscheinlich nur... Da geht's zum Finanzbezirk, da wollen wir ja nicht hin. War das hier? Ja, guck mal, kann ich mit ihr nochmal reden? Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Persönlicher Standort, persönliche Frage? Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Das hatte ich schon. Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Ja, ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bin immer noch? Hast du noch was erzählen? Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Bosker? Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Auf Wiedersehen. Noch nicht, aber ich komme zurück, wenn ich mehr darüber sagen kann. Danke, Commander. Gut, ja. Ich würde sagen... Ich habe keine Ahnung. Mal auf hier. Sonst würde ich nämlich eben mal zu den Märkten runterdüseln. Und da schauen. Ist hier wer drin? Nö, ne? Ich glaube, das mache ich eben mal. Und da mal schauen, ob ich da noch was finde. Das gehe ruhig da. Und wenn ich da nichts finde, dann gebe ich resigniert auf und gehe weinen. Wo war denn hier? Da war diese so eine wunderschöne Transportstation. Und dann werde ich nochmal wieder das Königin-Questlog durchforsten. Wollen wir mal zu dem Typen im Koras Nest gehen? Wir gehen mal zu dem Typen im Koras Nest. Reden mit ihm mal. Das wird nämlich bestimmt unser Harakiri. Ich nenne ihn jetzt Harakiri. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wahrscheinlich auch überhaupt nichts mit H. Aber ist auch egal. Und es ist wahrscheinlich auch ein komplett anderer als der, den ich meine. Wäre ja nichts Neues. Hakin, wisst ihr? Verschwinden Sie. Ja, war es nicht der. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Hör auf, mich voll zu kotzen. Gast? Commander, was wollen Sie? Probleme. Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Wow. Immer diese Leute, die dann so beleidigt... Naja. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich werde nicht gehen, würde ich sagen. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Oh, also, wein nicht rum. Das kaufe ich nicht. Sie sind ein verdammter General. Hören Sie auf zu jammern. Ha! Sie haben Mumm. Es gibt in der ganzen Galaxis nur 5 Leute, die so mit mir reden würden. Denken Sie, das wäre leicht? Sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Gut. Freut mich zu hören. Gut, freut mich zu hören. Gut, freut mich zu hören. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe.
ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Natürlich. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wie denn? Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überzeugen. Okay. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Ich bin Commander, das reicht. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens irgendwann... Hey, geht mal weg hier. Nochmal einen Grund, wieder in den Dings anzukommen, ne? Auch nur ein Gast. War das jetzt der Typ, mit dem wir reden wollten? Kann ich ein Glas haben? Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Alter, du stehst da schon seit Stunden rum und kommst zu mir, wenn du dann mal kannst. Ach, ist ja auch egal. Naja. Ja. Vielleicht gucke ich nochmal ins Tagebuch. Aufträge, Missionen, ist immer noch das. Zitadelle Heimkehr. Mit dem Diplomatensprecher. Das haben wir gerade bekommen. Streit verlösen. Sie haben mit dem Hana, ne? Diese Erlaubnis bräuchte ich irgendwoher. In das Strenus-System begeben. Begeben Sie sich in das Strenus-System des Pferdekopfnebels. Und suchen Sie nach Spuren. Ja, mache ich dann später. Vermisstes Forschungssystem. Auch auf dem Schiff bestimmt dann. Wieder zur Konsertin. Hatte sie doch recht, die gute Dame. Und ich habe so ihr misstraut. Das können wir dann nochmal machen. Wenn wir auch zu Dings gehen. Und mit Xeltan sprechen. Das ist auch bei der Botschaft. Also alles relativ nah beieinander. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo man diese tolle Erlaubnis herbekommt. Würde mir helfen. Hier sind ja Märkte, ne? Was haben wir denn hier? Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Natürlich. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Nicht menschliche Panzerung. Ich würde ja aber gerne menschliche Panzerung wenden. Shepard, Objekte anzeigen. Kann ich nicht mal bei den billigen Sachen anfangen? Medigil Upgrade. Erhöht maximale Anzahl von Medigil Einheiten um 1. Kosten 200. Das kaufe ich. Achso, annehmen muss ich drücken, ne? Medigil Upgrade 2. Na, das ist ein bisschen teuer. License Safe. License oder Lizenz. Schutz. Abwehr, Fürsorge, Elanus für den Ausrüstungsoffizier auf der Normandie. Das ist gleich wie vorhin, ne? Das lassen wir erstmal noch. So. Gut. Kauft ihr auch Sachen eigentlich oder steht ihr nur doof rum? Ihr steht nur doof rum. Auch spannend. Ich würde gerne aber wissen, wo ich so eine doofe Dings herkriege. Wer kann mir das denn sagen? Ist das wirklich? Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ja. Held in Häkchen, ne? Hallo, freut es ganz meinerseits. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Hallo, Konrad. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Hab ich? Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Ist das gut, wenn ich jetzt mal... Ah ja, kein Problem.
Er will bestimmt nur meine Unterschrift haben, um irgendwas zu fälschen. Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Der wollte bestimmt nur meine Unterschrift haben. Ich bin heute so misstrauisch. Tagebuch. Was soll man denn dazu jetzt drinstehen? Hier ist drin? Nö, ne? Mission? Aufträge? Hier, der Fan. Konrad Wörner. Was sollte es schon schaden, mit ihm zu sprechen? Das kommt mir noch ein bisschen nicht so gut vor. Wieso ist immer noch? Noch was? Anderes? Der Botschafter sprechen, ja, aber sonst? Ist doch alles, ich wollte gerade sagen, ist doch alles gelesen. Codex ist auch wieder hier primär. Nö, ne? Hier. Die Elkor gelten als Keeper. Als die Asari die Zitadelle entdeckten, trafen sie auf die Keeper. Ein fügsames und vielgliedriges Insektoidenvolk, dessen einzige Bestimmung die Wartung und Reparatur der großen proteanischen Station zu sein scheint. Frühere Versuche, mit den Keepern zu kommunizieren oder sie zu untersuchen, schlugen fehl. Heutzutage gilt es als illegal, mit ihnen in Kontakt zu treten oder sie in ihren Aktivitäten zu stören. Weil sie absolut keine Gefahr darstellen, werden die Keeper von den anderen Völkern fast überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ihrerseits scheinen die Keeper kein Interesse an anderen Lebewesen zu zeigen. Nur gelegentlich helfen sie Neuankömmlingen auf der Zitadelle, sich zu integrieren. Die Keeper können durch Überalterung, Gewalt oder Unfälle sterben. Aber ihre Bevölkerungszahl bleibt immer konstant. Wie sich die Keeper vermehren, wurde noch nicht entdeckt. Aber es gibt Theorien, dass sie genetische Konstrukte sind. Biologische Androiden, die irgendwo tief im unerreichbaren Zitadellkern erschaffen werden. Aha. Interessant. Und bei der Technologie haben wir noch was. Biotik bezeichnet diese... Eine virtuelle Intelligenz ist die fortschrittlichste Form einer Benutzeroberflächensoftware. Die VI-Technik nutzt eine Vielfalt von Funktionen, um natürliche Gespräche zu simulieren. Dazu zählen auch Audioausgabe und eine interaktive Avatar-Persönlichkeit. Eine VI kann zwar auf überzeugende Weise ihr Wissen vermitteln, verfügt aber über kein Bewusstsein, ist nicht lernfähig und kann keine eigenen Entscheidungen treffen. VIs werden als Betriebssysteme für Computer für kommerzielle Zwecke oder Heimanwendungen eingesetzt. Es kommen auch sogenannte minimale VI-Agenten zum Einsatz. Diese Agenten sind kompakte und spezielle Anwendungen. Sie dienen als persönliche Assistenten, verwalten Anrufe und koordinieren Termine nach den Vorgaben des Anwenders. Andere Anwendungen funktionieren wie Suchmaschinen, die selbstständig im Extranet nach den angeforderten Daten suchen. Kommerzielle VIs mit verschiedensten Anwendungsprofilen sind bei jedem Softwarehändler erhältlich. Fortschrittliche Firmen und engagierte Einzelpersonen entwickeln dagegen individuelle VIs. Auch wenn die Nachahmung lebender Personen verboten ist, werden häufig berühmte historische Persönlichkeiten als Vorlage eingesetzt. Das wäre doch mal richtig geil für ein Museum. Da stellst du einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Napoleon hin und der erzählt dir was über die Geschichte. Massenportale sind von den Proteanern entwickelte Technologien, die allen anderen bis jetzt entwickelten Technologien überlegen sind. Diese riesigen Strukturen sind über die ganze Galaxie verstreut und können massenfreie Korridore erzeugen und damit zeitverlustfreie Reisen zwischen Zielorten ermöglichen, für die Raumschiffe nur mit dem konventionellen ÜLG-Antrieb Jahre bräuchten. Über Primärportale können Raumschiffe über tausende von Lichtjahren versetzt werden, auch von einem zum anderen Spiralarm einer Galaxie. Sie stellen feststehende 1-zu-1-Verbindungen dar. Primärportale sind ausschließlich mit jeweils einem anderen Primärportal verbunden. Über Sekundärportale können Raumschiffe nur über hunderte Lichtjahre versetzt werden. Allerdings können die Raumschiffe über die Sekundärportale in verschiedene Richtungen navigieren und alle Ziele in Reichweite anfliegen. Es existiert noch eine große Zahl Primärportale, deren Korrespondenzstationen noch nicht erforscht wurden. Sie werden erst dann aktiviert, wenn das Zielgebiet bekannt ist. Die fortschrittlicheren Zivilisationen sehen davon ab, Weltraumtore zu öffnen, solange das Risiko besteht, dass sich dahinter mächtige Feinde verbergen könnten. Ich finde, dieser letzte Abschnitt ist schon mal ganz
interessant. Den sollte man vielleicht bei dem Rat vorlegen, weil wenn sich der Rat fragt, ja, wo sollen denn die ganzen Reaper immer sein? Die gibt's doch gar nicht. Wie wäre es mit genau an solchen Orten vielleicht, die wir einfach noch nicht kennen? Aber es ist nur so meine Meinung. Oder unsere Meinung. Ich nehme an, ihr seht das wahrscheinlich genauso. Gut. Ja. Ich würde auch sagen, dass ich, glaube ich... Habe ich hier schon alle durchgequatscht? Ich gucke hier nochmal alle durch. Und wenn ich hier sowas nicht mehr kaufen kann, dann werde ich mich erstmal umhören, wo ich sowas kaufen kann. Und mache dann ein kleines Päuschen. Aber erstmal hier, ne? Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ich hätte gerne so eine Erlaubnis. Vorräte brauche ich eigentlich nicht. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Ich glaube nicht, weil ich glaube nicht, dass ich das hier kriegen kann, was ich möchte. Nee. Doch. Oder? Nee. Nö. Oh Gott, nein, ist ja kein Elkos. Ist auch kein Combine. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo schon übersehen. Aber ist auch egal. Danke, nein. Mit dir habe ich auch schon gequatscht. Euch kann ich nicht. Ja, ich würde sagen, dann bringe ich das. Kann man sich hier nicht so schön irgendwo auflehnen? Ging das nicht irgendwo? So ein Stück weiter. Egal. Wunderschönen Ausblick auf den Rest. Ich möchte echt. Wäre echt geil, wenn man das ganze Ding hier erkunden könnte. Egal. Mit dem wunderschönen Ausblick auf das etwas da vorne, wo ich gerade wunderschön mit der Hand drauf zeige und es keiner sieht, beende ich erstmal diese Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen!